Wir sind hier bei der Wirtschaftskammer Liechtenstein und DIN ist 100 Pro, ein Projekt, eine Initiative, die läuft schon seit gut 6 Jahren. Und die Hausaufgabenlobby ist ein Teil, der entstanden ist aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Und zwar habe ich nie gewusst, wo und wann ich lernen soll. Und ich habe festgestellt, dass viele von unseren Lernenden mit dem gleichen Maßschlag sind. Das heisst, sie haben keine Möglichkeit, zum Strukturen zu arbeiten. Daheim will man, dass man mehr lernt, im Geschäft noch mehr. Aber ohne freiwillig mehr kann strukturieren in der Freizeit, da haben wir mit unserem Angebot eine Hilfe geschaffen. Wir, das war am Anfang ich allein gewesen. Jetzt mittlerweile sind wir 10 Freelancer, die hier vom Montag bis zum Donnerstagabend die Hausaufgabenlobby anbieten. Das heisst, der Jugendliche ist rund 2 Stunden bei uns und macht seine Hausaufgaben unter Aufsicht und kriegt hier Hilfestellung. Der Chancengleichheitsanerkennungspreis haben wir verdient, habe ich das Gefühl, weil wir Chancen für Ungleiche bieten. Das heisst, Leute, die daheim vielleicht nicht die Möglichkeit haben, die Unterstützung von den Eltern einzufordern, die kriegen hier die gleichen Möglichkeiten. Sie kriegen das Fachwissen von jugendlichen Erwachsenen zur Verfügung gestellt hier oder auch von Lehrern und haben so die gleiche Möglichkeit, um einen erfolgreichen Lehrabschluss zu machen. Es ist aber auch noch weiter. Es gibt vielleicht nicht so attraktive Berufe, wo vielleicht auch nicht so viele Leute Auskunft geben können. Und genau dort können wir auch Hilfestellung anbieten in den Allgemeinfächern, in der Mathe oder sie auch ausfragen, wenn es dann um Fachgebiet geht. Wir sind hier am Schulzentrum Mühleholz 2 und wir haben 2011 beim Chancengleichheitswettbewerb mitgemacht und sind erfolgreich gewesen mit dem 2. Platz. Und haben erfreut, dass wir das Geld gekriegt haben. Und das war die Basis für verschiedene Aktivitäten. Und unser Projekt hat geheißen Schule als Ort der Begegnung zwischen den Generationen. Und da geht es darum, dass teilweise Senioren angehalten werden, motiviert werden, dass sie zur Schule kommen, dass sie unsere Jugendlichen vor Ort erleben, dass sie sich ein anderes Bild machen von den Jugendlichen und genauso die Jugendlichen von den Erwachsenen. Berufe früher und heute haben wir miteinander angeschaut. Da kommen die Senioren zu unserer Schule und der Austausch bringt sowohl den Jugendlichen etwas und auch die Ratschläge von den Senioren, dass sie nicht gleich aufgehen sollen, dass sie dranbleiben sollen und wirklich ein Ziel vor Augen haben. Und schon mancher Jugendliche ist begeistert gewesen von dem Erfahrungswissen, was die Senioren da haben. Wir haben philosophiert, es hat einen Tanzkurs miteinander stattgefunden. Wir haben verschiedene Malaktionen gehabt, wo es miteinander ein Gemeinschaftsbild entstanden ist. Sie haben Rakubrand gemacht, haben einen Besuch im Altersheim gemacht. Erzählungen haben stattgefunden für Heimbewohner und für Schüler. Und alle sind eigentlich ganz zufrieden, denn von dem Begegnungsanlass heimgekommen. Wir haben versucht, zum Respekt zwischen den Generationen zu schaffen. Und das ist nur möglich, wenn man sich begegnet und so eine Plattform bildet. Wir haben viel vom Erfahrungsschatz für die Senioren und Seniorinnen lernen können. Und sie im Gegenzug haben auch für die junge Generation lernen dürfen. Wir sind hier im Verein für betreute Wohnen, im Tageszentrum in Schaan. Wir sind eine Institution für psychisch erkrankte Menschen, ein Tageszentrum. Das heisst, die Leute kommen zum Beispiel nach einem Klinikaufenthalt, haben sie eine Anlaufstelle, das heisst ein soziales Netz, wenn man so will. Weil oft sind die Leute dann allein zu Hause, leben auch viele allein. Und es geht halt zum Entgegenwirken, soziale Stabilisation und weitere Verbesserung auf den psychischen Zustand. Da haben wir verschiedene Stufen. Was sehr schön ist, man muss eigentlich sehr wenig Zwang ausüben, weil es niederschwellig ist. Oder? Es gibt Leute, die kommen nur einmal in der Woche und dann gibt es Leute, die jeden Tag kommen. Das ist ganz individuell. Und dann ist halt der Aufbau von der Stufe, das wird dann immer auch verbindlicher, also in der Gruppe. Dann in Stufe 2 zum Beispiel, da sollte man dann schon pünktlich in der Gruppe sein und Pause, Zeiten und das einhalten. 3 ist dann Beschäftigung. 3-mal müssen sie dort kommen, die Leute einen halben Tag. Stufe 4
ist dann Arbeitsprojekt und dort gehen sie raus arbeiten. Da machen sie Aufträge im Garten zum Beispiel, Gartenarbeit, allerhand Sachen, so handwerklich. Und dort arbeiten sie eigentlich am Dienstag bis am Freitag, so Arbeitsintegration. Und dann Stufe 5 ist dann Coach Management, also das ist jetzt ja das Neue, oder? Wo wir sehr froh sind, dass sich jetzt die Stufen ergänzen, halt bis am Schluss, oder bis richtig zur Integration in den Arbeitsmarkt. Durch die Chancengleichheit denke ich mir, dass wir einerseits all unseren Spender und Spenderinnen auch ein Stück weit können zeigen, dass es anerkannt ist, dass es wertvoll, als wertvoll angeschaut wird. Das ist das eine. Das andere natürlich auch eine Anerkennung für die Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Tageszentrum, die von Anfang an mit so viel Herz und Engagement in dem Projekt geschafft haben, obwohl sie zum Teil gar nicht gewusst, ob wir alle 4 oder 5 Stufen aufbauen können. Und auf der anderen Seite insbesondere für unsere psychisch erkrankten Klienten und Klientinnen, wo wir einfach auch ein Zeichen setzen wollen, dass man die Erkrankungen nicht tabuisieren sollte. Wir sind der Coworking Space. Der Coworking Space ist ein Raum für Innovation und Kooperation in Form von einem Gemeinschaftsbüro hier zu Vaduz im Liechtenstein. Die Woche startet bei uns immer am Montag mit einem feinen vegetarischen Mittagstisch, wo unsere Coworkerin Nadine kocht, wo man alle immer sagt und sich austauschen kann. Und wir haben auch eine ganz bunte Truppe, also das heisst von den Berufen her, sind wir querbeet ein, hat es eigentlich alles ein bisschen rum, von Informatiker, Nachhaltigkeitsberater, Charity, Consulting, wir haben einen veganen Koch, also es ist ganz vielfältig, die ganze Sache. Und da heisst, dass man halt im Prinzip eine Chance bietet, dass so viele vielfältige Leute an einem Ort sein können, kann dann eigentlich auch die neue Sachen noch wieder entstehen. Oder bei uns kannst du flexiblen Arbeitsplatz haben. Wir haben noch Hausfrauen, die daher kommen, zum Beispiel noch ein Studium machen nebenbei. Und dann können sie einfach zum Beispiel daher lernen. Oder einfach zum dein Büro machen, dass du mal einen halben Tag Ruhe hast von den Kindern, von daheim. Kannst du mal in Ruhe am PC dein Zeug machen. Die Motivation ist für uns auf der anderen Seite gesehen, weil wir auch viele Elemente haben, die mit Chancengleichheit zu tun haben, dass wir dort beim Preis mitmachen, der ja genau für uns ist. Es war eine sehr grosse Bestätigung für unsere Idee und für unser Konzept auch. Und auch, ich sage jetzt mal, die Publizitätswirkung, die wir nachher hatten. Also wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz nachher bekommen, danach wir den Chancengleichheitspreis gewonnen haben. Wir haben wieder neue Leute kennengelernt, das hat uns wieder neue Toren eröffnet. Wir haben auch eine finanzielle Unterstützung bekommen für den ersten Platz. Und es hat uns natürlich für den Aufbau von diesem Projekt auch sehr geholfen. Famtisch ist ein Projekt, das im Eltern-Kind-Forum geleitet wird. Famtische bringt Mütter zusammen zu ungezwungenen Diskussionsrunden, wo man über Fragen, Erziehung und Lebensgestaltung sich auseinandersetzt und miteinander diskutiert. Betreffend Chancengleichheit, wir verstehen es so, dass alle Frauen unabhängig von Nationalität oder Kultur zusammenkommen und in ihrer eigenen Sprache oder in der Sprache, die da gesprochen wird, in Deutsch, eben sich austauscht. Es ist für alle möglich, es ist niederschwellig, es wird gehandhabt, dass sich Kolleginnen einladen zu sich heim oder auch Institutionen. Da heute zum Beispiel sind wir bei einer Runde, die in Spanisch gesprochen wird. Wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Nationalitäten zusammenkommen, trifft man sich meistens in der deutschen Sprache, dann, dass alle es verstehen. Aber ich habe einige Moderatorinnen, die dann einfach in ihrer Sprache das praktizieren. Ja. Por todas las chicas que no me conocen, yo soy Liliana Gerner, yo soy la moderadora en español. Mi compañera es Andrea. Yo soy Andrea Frumet. Eu sou responsável pelo Femtiche na língua portuguesa e hoje vamos fazer uma mistura brasileira e espanhola, ok? Der Chancengleichheitspreis, der verliehen wurde, ist im 2013, hat uns natürlich viel gebracht, weil wir können mehr Öffentlichkeitsarbeit machen mit dem und uns wirklich weiterentwickeln können. Also mittlerweile erreichen wir die doppelte Anzahl von Teilnehmerinnen. Wir haben mehr Moderatorinnen, die aktiv sind.
ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, dass die Arbeit von diesen Laienmoderatorinnen einfach enorm wertvoll ist und auch präventiv wirkt, weil es ist so niederschwellig und es kommen so viele Themen zur Sprache. Und Moderatorinnen sind natürlich so geschult, dass sie wissen, wenn es noch jemand schwierig ist oder wenn sie bemerken, da hat jemand Schwierigkeiten, dass sie können, zum Beispiel auch uns zurückverweisen und sagen, dann meldet euch mal dort und dann kann man weiter schauen, was sie brauchen, oder? Und ich denke, diese Brücke zu schaffen von dieser tiefen Niederschwelligkeit eben dann nachher zur fachlichen Unterstützung, das finde ich ist enorm wertvoll, oder?